Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Muss ich mal gerade gucken, wann die kommt. Am 29. Dezember. Das heißt, das wird jetzt heute die letzte Folge für dieses Jahr sein, denn ich habe mich entschlossen, diese Woche nur 3 Folgen zu bringen, eine weniger, damit ich hinkomme zeitlich. Das heißt, ich wünsche euch jetzt schon mal einen super, super guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2021, was hoffentlich für uns alle wieder einfacher und besser wird. So, ich wollte heute ganz gerne hier weitermachen mit dem Gehege für die Eisbären, beziehungsweise die Eisbären wollte ich jetzt dann auch ganz gerne langsam hier reinsetzen. Jetzt müssen wir aber mal gucken hier. Gelände wollen die unter Garantie kein langes Gras haben, aber das können wir auch nachträglich noch machen. Was wir hier brauchen, sind definitiv jede Menge Klimaanlagen. So. Weil das wird denen unter absolut größter Garantie wird denen das hier nämlich ansonsten viel, 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 viel zu warm sein. Und damit sie sich wohlfühlen, basteln wir denen dann hier ein bisschen was. So, ich hoffe, ich kriege das halbwegs hier alles unter, wie ich mir das vorstelle. So, hier die Heatmap. Ja, hier hinten fehlt noch ein bisschen. Da müsste ich das dann vielleicht so ein bisschen runterschrauben. Da ins Wasser setze, funktioniert das trotzdem nach draußen? Scheint so. Ja, dann machen wir das mal so. Dann haben wir hier alles relativ kühl in dem Bereich. So. Und jetzt haben wir ja unsere Eisbärchen schon. Aber mir fällt gerade noch was ein. Ich wollte doch mal noch gucken zu... Einmal gucken wir in die Veterinärforschung rein. Was haben wir da jetzt? Pinguine abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt alle Tiere, die wir haben, haben wir auf Gold abgeschlossen. Gut, aber jetzt kommen ja gleich die Eisbärchen noch. Das heißt, ich schicke hier noch keinen wieder ran. Aber wir haben momentan nur 4 Tierärzte, fällt mir auf. Da würde ich ganz gerne Tierarzt... Bei den ganzen Tieren, die wir mittlerweile haben, würde ich ganz gerne noch 2 weitere einstellen. So. Zur Mechanikforschung. 1 haben wir bei Imbissständen abgeschlossen und 2 bei aquatischen Designs. Okay. Jetzt würde mich nämlich mal noch was interessieren. Guckt mal da, jetzt haben wir hier nämlich auch die Sachen wie die aquatische Stufe und sowas drin. Genau, jetzt habe ich nämlich die Sachen hier schon abgeschlossen. Die sind jetzt erforscht. Das waren, wie gesagt, so die Sachen, wo ich mich nämlich gefragt hatte, hä, wo, was ist damit? Warum ist das nicht da? So, das heißt, wenn ihr euch da auch vielleicht bei euch gewundert habt, das müsst ihr erst erforschen. So. Guck mal, das ist ja doch auch noch irgendwie eine schöne Deko, finde ich. Da können wir aber auch mal noch weiter dran basteln. Das ist ja gar kein Thema. So, kann ich nochmal Leute begrüßen? Das ist gut und wichtig, weil ich habe ein ausgewachsenes Arterhaltungspunkt-Problem. Oh, guck mal. Erhöhe die Arterhaltungsrate auf 1 Stern. Das habe ich abgeschlossen. Wir kriegen auch nochmal hier einen finanziellen Boost. Wir haben gerade 300.000. Boah, krass. Krasser Scheiß hier. Ja, Arterhaltungsbewertung haben wir mittlerweile sogar schon auf etwas mehr als 1 Stern. Marketing könnte noch besser sein. So. Tieraufbewahrung. Dann holen wir uns jetzt einen männlichen, einen weiblichen Eisbär rein. Und zwar nehmen wir ihn hier rein. Weil der ist auch noch ziemlich fruchtbar. Und unser Weibchen nehmen wir auch rein. So. Bin ich mal gespannt. Das hier sieht aus hier. Naja, bin ich mal gespannt. Wann kommen sie denn? Oh, da kommt der Erste. Halt, stopp.
Oh, da fliegt er. Hallo, Eisbärchen. Ja, auf dass ihr fruchtbar seid und euch mehret und meine Arterhaltungspunkte wieder in den grünen Bereich bringt, wenn ich Nachkommen verkaufe. So, und da kommt der zweite. Hallo. Huch, da war aber gerade eine komische Haltung. Gut, jetzt wollen wir doch mal gucken, was die haben wollen. Lebensqualität momentan ganz schlecht. Veterinärforschung. Antonia kümmert sich jetzt um das Erforschen der Eisbären. Mehrere Leute können wir da leider nicht reinschicken, damit es schneller geht. Und guckt euch das mal an, wie viel wir bei den Eisbären erforschen können. Das dauert. So, Gelände. Nutzbare Landflächen ist zu klein momentan noch. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann machen wir hier noch das Schneeleopardengehege hin. Und werden... So, bitte einmal hier. So. Oh Gott, was eine blöde Gehegeform hier. So. Jetzt hier einmal Barriere bearbeiten. Das passen wir jetzt von der Höhe her an. Dass das die gleiche Höhe hat. Dann machen wir das hier alles aus Holz. Und ich hoffe, jetzt ist das Gehege von der Größe her schon mal besser. So, ja. Wir brauchen aber noch mehr nutzbare Wasserflächen. Das heißt... Ah, die muss da mal weg. Bärchi, kann ich dich... So, und jetzt schnell Wasser, bevor mir da wieder jemand rumeiert. Oh, die Klimaanlage, die schwebt. Das ist natürlich doof. Wie sieht es jetzt aus? Jo, jetzt passt es. Es ist zwar beides am absoluten Minimum. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Klimaanlagen. Dann kommt jetzt da noch eine hin. Und da kommt auch noch eine hin. Gut, jetzt haben wir da schon mal den Platz entsprechend. Gelände ist total doof. Wie gesagt, die wollen unter Garantie kein langes Gras. Und das hat sich hier jetzt auch schon bestätigt. Was wollen sie denn? Schnee. Ja, das wird noch wegschmelzen. Da muss ich noch ein bisschen besser gucken, wie ich das hier hinkriege mit den Schlittenglocken hier. Mit den, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Dass ich das hier noch ein bisschen besser geregelt kriege mit den Klimaanlagen hier so, ne? Weil so ist jetzt im Moment. Also die müssten schon sehr, sehr kalt sein, damit das liegen bleibt. Und so wie es jetzt gerade aussieht, sieht es schon sehr dämlich aus. Muss ja nicht überall wirklich der dicke Schnee liegen bleiben, aber... Das sieht dann schon irgendwie schöner aus.
So. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Immer noch. Mach mal hier mal auf 22 und hier auf 18. Wenn die so zufrieden sind, dass sie mir da ein bisschen mehr geben wollen, okay. Ja, langes Gras ist eigentlich nahezu weg. Das ist jetzt eigentlich schon, also Gelände ist bei 100% eigentlich. Umgebung, ja, Bepflanzung. Müssen mehr hin. Und die hier entfernen wir direkt, weil die wollen sie nicht. Und Bepflanzung und Lebensqualität und sowas, da müssen wir gucken. So, jetzt werden wir hier erstmal noch was hinbasteln. Gehege. Alles. Filterart. Eisbär. Guck mal, wir haben auch sogar schon Spielzeug für die. Ja, das ist ja grandios. Das ist ja super. Ja, gut. So eine Schwimmplattform könnten wir den hier auch mal reinschauen. Ich sehe gerade durch das schlechte Wetter kaum, was ich hier tue. Mach mal das mal so. Ich wollte den hier schon mal so ein Essenstablett. Wollte ich hier schon mal hinhaben. Dann könnten wir da mal eins hinlegen. Und da kommt auch noch eins hin, dass die Leute auch gucken können. Ja, hierfür brauche ich wahrscheinlich noch mehr Sachen, die ich freischalten muss, bevor ich die Eishöhle bauen kann. Da muss ich dann mal noch ein bisschen forschen. Für heute würde ich aber sagen, war es das. Es tut mir leid, dass es so mega dunkel ist gerade. Es geht dann nächstes Jahr weiter mit besserem Wetter in Planet Zoo und dem Eisbärgehege. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Generell nicht nur in dieser Folge, sondern im kompletten Jahr 2020. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Tschüss!